Hallo liebe Freunde, in diesem Video werde ich euch sagen, was zu tun ist, wenn die integrierte Tastatur auf dem Android-Telefon nicht funktioniert. In letzter Zeit sind viele Benutzer von Android-Smartphones auf ein Tastaturproblem gestoßen. Wenn die Tastatur aufgerufen wird, wird ein Fehler ausgegeben und die Arbeit beendet. Das Tastaturproblem war besonders schmerzhaft für Benutzer, die ein nummeriertes Kennwort zum Entsperren des Geräts festlegen haben. Wenn das Smartphone entsperrt ist, funktioniert die Tastatur nicht mehr und das Gadget kann nicht entsperrt werden. Ein solches Problem trat in der Gboard-Anwendung von Google auf. Diese Lösung kann jedoch bei einer Tastatur anderer Entwickler hilfreich sein. Weiter im Video werde ich zeigen, wie man das Gerät entsperrt, wenn die Tastatur nicht startet und wie man das Problem beim Starten der Tastatur löst. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Schauen wir uns zunächst an, wie Sie das Telefon entsperren, wenn die Tastatur nicht funktioniert. Zum Entsperren müssen Sie ein Kennwort eingeben. In den meisten Foren und im Support werden Sie aufgefordert, das Telefon auf die Werkeinstellungen zurückzusetzen. Durch einen solchen Reset gehen jedoch alle Informationen, Fotos, Videos, Kontakte, SMS und so weiter verloren. Auf dem Kanal finden Sie ein detailliertes Video zum Zurücksetzen des Smartphones auf die Werkeinstellungen. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Wie Sie bereits verstanden haben, es ist eine zu radikale Lösung für ein solches Problem. Aber keine Sorge, es gibt einfachere Lösungen, mit denen Informationen auf Ihrem Gerät gespeichert werden. Wir haben ein Video auf dem Kanal, wie man das Passwort zurücksetzt. Vielleicht hilft euch eine der vorgestellten Methoden. Der Link zum Video befindet sich in der Beschreibung. Erster Weg. Öffnen Sie Play Market in einem Browser und installieren Sie eine andere Tastatur auf dem Gerät. Öffnen Sie einen Browser auf Ihrem PC, gehen Sie auf den Markt und finden Sie hier eine andere Tastatur, zum Beispiel SwiftKey oder eine beliebige, die Sie mögen. Der Installationsvorgang ist auch dann möglich, wenn der Bildschirm gesperrt ist. Nach der Installation haben Sie die Möglichkeit, eine andere Tastatur auszuwählen. Dann können Sie das Passwort eingeben und das Telefon entsperren. Wenn die erste Methode aus irgendeinem Grund nicht funktioniert hat, versuchen Sie, eine Computertastatur an das USB-Gerät anzuschließen. Zum Anschließen benötigen Sie einen speziellen Adapter OTG oder USB-C. Überprüfen Sie nach dem Anschließen der Tastatur, ob Sie ein Kennwort eingeben können. Wenn diese Methode auch nicht zum Entsperren des Geräts beigetragen hat, müssen Sie möglicherweise einen Reset durchführen. Schauen wir uns nun an, wie wir unsere Tastatur wieder zum Leben erwecken können. Es treten sehr häufig Abstürze in verschiedenen Mobilanwendungen auf und die Tastaturanwendung ist keine Ausnahme, wie dies kürzlich bei Google Gboard-Anwendungen der Fall war. Viele Benutzer erhielten zu Beginn der Eingabe eine Benachrichtigung, dass in Gboard-Anwendung ein Fehler aufgetreten ist. Solche Abstürze können durch die Übertragung der Anwendung auf die SD-Karte oder wie bei Gboard nach dem Update auftreten. Gehen Sie wie folgt vor, um den Fehler zu beheben. Schalten Sie zuerst das Telefon aus und entfernen Sie den Akku. Wenn Ihr Gerät dies zulässt, bringen Sie ihn dann wieder an seinen Platz und überprüfen Sie, ob er funktioniert. In einigen Fällen hilft es. Das Löschen von Junk und Cache auf Ihrem Telefon kann ebenfalls hilfreich sein. Verwenden Sie dazu die integrierten Dienstprogramme oder laden Sie eine Drittanbieteranwendung herunter und bereinigen Sie Ihr Gerät. Wenn beim Angeben eines bestimmten Messengers oder Browsers ein Fehler auftritt, überprüfen Sie, ob ein Update dafür vorhanden ist und aktualisieren Sie die Anwendung. Wenn der Fehler beim Eingabe von Text ständig auftritt, müssen Sie etwas mit der Anwendung selbst tun. Öffnen Sie Einstellungen, Anwendungen, alle Anwendungen und finden Sie die Tastaturanwendung hier.
Wir lernen dann Cache die Daten und stoppen die Anwendung. Diese Aktionen setzen die Tastatur auf die Standardeinstellungen zurück. Starten Sie das Gerät nach einem Reset neu und überprüfen Sie die Anwendung. Wenn der Fehler weiterhin besteht, deinstallieren Sie die Anwendung und installieren Sie sie erneut vom Markt. Wenn sich die Anwendung nicht in dieser Liste befindet, wie in meinem Fall, ist die möglicherweise in das System eingebettet und wird daher nicht in der Liste angezeigt. Öffnen Sie in diesem Fall den Play Market und gehen Sie hier zu meinen Anwendungen. Dann suchen wir hier nach unserer Tastatur. Wir entfernen sie und installieren sie neu. Wenn Sie die Funktionalität Ihrer normalen Tastatur nicht wiederherstellen können, gehen Sie zum Spielmarkt und laden Sie eine andere herunter. Zum Glück gibt es gute Alternativen. Nach der Installation einer anderen Tastatur müssen Sie möglicherweise die aktuelle Tastatur in den Einstellungen angeben. Einstellungen erweitert Sprache und Eingabe aktuelle Tastatur. Wenn keiner der oben genannten Punkte hilft, muss das Gerät nur auf die Werkeinstellungen zurückgesetzt werden. Dadurch wird die alte Version der Tastatur zurückgegeben. Deaktivieren Sie nach einer Weile des Zurücksetzens die automatische Aktualisierung der Anwendung und aktualisieren Sie die Tastaturanwendung nicht manuell. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen, das Tastaturproblem zu lösen. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Stellt eure Fragen in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.